Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Hallo. Heute mal wieder von und mit Melanie, die jetzt einige Zeit nicht mehr im Blog zu sehen war. Ist einfach saisonbedingt. Montags ist sie mit Sandra Lechleiter unterwegs. Unter der Woche bin ich viel unterwegs. Dann ist sie hier in der Anlage verpackt, eifrig Fische. Und auch in Kürze, am 11. 12. Juni, werden wir wieder getrennte Wege gehen. Wo wirst du da sein? Da werde ich in Berlin sein, auf der Koi Expo. Und was wirst du da tun? Da werde ich Poster verteilen, unsere zwei verschiedenen Koi-Poster, werde Fragen beantworten. Also wenn Sie wie viele Koi-Poster wirst du verteilen? Das weiß ich nicht. Wir haben extra für die Koi-Expo in Berlin 4000 Poster bestellt. Das heißt 2001er, 2002er. Und wir werden die an die ersten 2000 Besucher verteilen. Also wir werden jetzt nicht Samstag und Sonntag, ich bin mir sicher, da wird von Samstag noch genügend für Sonntag übrig bleiben. Aber das heißt, Sie müssen nicht nur zur Expo kommen, sondern Sie müssen auch gucken, dass Sie zeitig dort erscheinen. Ich zeige Ihnen die Poster nochmal. Solange kann Melanie was von der Koi-Expo in Villingen-Schwenningen. Wie hast du das Gefühl, bist du dort angekommen? Also die Koi-Expo in Villingen-Schwenningen war, fand ich, sehr informativ. Es waren viele Aussteller da. Toll, oder? Ich war überrascht, wie viele Leute doch unseren Blog kennen. Also ich habe wirklich wenig Kunden oder Koi-Liebhaber getroffen, die den Blog noch nicht kannten. Da war ich schon echt positiv überrascht. Ich wurde viele Fragen gefragt. Also hast du auch ein Autogramm geben müssen? Ja, an den kleinen Jungen. Oh, süß. Wie alt war er? Ich denke so 12 oder so, 13. Und bist du fotografiert worden? Haben die Leute Selfies mit dir gemacht? Ja, aber wenige. Es ist auch. Ich wurde letztens in Frankfurt, wo ich nach Japan geflogen bin, steht einer vor mir bei Heinemann am Flughafen, da dieses Duty-Free-Shopping, und dann dreht er sich um und sagt, sind Sie Martin Kammer? Sag ich, ja. Dann sage ich, ich habe Sie gestern noch im Blog gesehen. Dann habe ich mich mit dem auch in der Raucher-Lounge. Ich rauche nicht, das war der Kunde, der geraucht hat. Mit ihm toll unterhalten, also auch ganz nett. Und dann sind wir in Osaka gelandet und da wurde ich nochmal von zwei Deutschen angesprochen. Also irgendwie, Wahnsinn. Ich habe es nie geglaubt, dass man mit so einem Blog Furore machen kann. Dass aber das Koi-Hobby weiter wächst und an noch sehr viel mehr oder noch sehr viel mehr Gartenteichbesitzer Spaß am Koi finden, gibt es natürlich auch diese Messen. Und da ist die Koi-Expo meines Erachtens in Deutschland gerade der Vorreiter. Und vor allem, weil sie sich auch an neue Standorte trauen. Ich glaube, Villingen-Schwenningen wird nächstes Jahr nicht mehr stattfinden. Man denkt schon über einen neuen Standort nach. Aber Berlin ist schon eingeführt und da hofft man auf mehrere tausend Koi-Liebhaber. Und darum haben wir auch die Zahl der Poster, die wir verteilen, nach oben geschraubt. Aber jetzt haben wir eine Bitte an Sie. So Poster kann man ja nicht einfach verschenken, sondern auch nicht alleine. Auch nicht alleine. Und Melanie ist alleine, weil Kirsten ist im Urlaub, die hat auch keine Zeit. Das war die bezaubernde Mitarbeiterin von uns, die in Villingen-Schwenningen dabei war. Und darum suchen wir jetzt eine wirklich nette, hübsche, junge Dame, die Melanie die Poster rollt und ihr hilft, die Poster an unsere Kunden oder was? Oder einen netten Mann. Ich hoffe, dass das jetzt sein Freund dann guckt den Blog. Der uns hilft oder mir hilft? Nein, also es geht ja darum. Ja, was wäre dir lieber? Mir ist es total egal. Ja, wirklich? Ja, gerade wollte sie noch einen Mann und jetzt ist ihr plötzlich wieder egal. Ach, herzallerliebste Melanie. Nein, also egal. Wir stehen voll hinter dieser Expo-Geschichte, hinter dieser Messegeschichte. Das gibt einfach den Leuten, wie wir es letztes Mal schon gesagt haben, die Möglichkeit, auf kleinem Raum sich einen Überblick zu verschaffen. Was Filtertechnik Koi ist, ist ja auch ein Championat dabei, also auch verschiedene Koi-Qualitäten, viele verschiedene Koi-Varietäten zu sehen. Und Koi lernt man nur am Koi, wenn man es auch tatsächlich sieht. Also es ist mit Sicherheit 100-mal interessanter als der Besuch bei eines normalen Händlers, weil da in der Regel sehr viel weniger und auch nicht ganz so viel extrem Hochklassiges da ist. Also es würde uns freuen, wenn ganz, 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 ganz viele Leute nach Berlin pilgern am 11.12. und wenn sie nicht wegen den Koi, nicht wegen den Ausstellern kommen, dann kommen sie wegen unseren Postern, kommen sie wegen Melanie. Sie wird ihnen auch wieder viele Fragen beantworten. Genau, kein Problem. Du wirst also nicht müde werden. Nein, ich werde nicht müde. Also dann brauchen wir zwei. Dann brauchen wir jetzt zwei Leute, die uns Poster rollen und Poster verteilen, weil dann wird Melanie sich rein auf Sie als Kunde fokussieren und konzentrieren. Und das ist natürlich umso schöner. Aber da wir wieder wollen, dass Sie auch etwas tun, liken Sie wieder unseren Blog. Wir machen die Like-Funktion, schalten wir frei oder wir schalten sie frei, dass sie sichtbar ist. Und ab 500 Likes wird Melanie also keine Poster verteilen, sondern wird rein für Sie das Frage- und Antwortspiel machen. Das kriegen Sie von uns kostenlos geschenkt. Und bitte unterstützen Sie die Expo, wenn da jetzt schon jemand im Hintergrund ist, der richtig Vollgas gibt und das Thema Koi-Messe in Deutschland nochmal pusht, dann sollten wir das alle unterstützen. Und am Ende lebt so eine Messe nur von einem und das sind Sie. Also nehmen Sie sich das Wochenende Zeit. Berlin hat einen Flughafen oder ist der noch gar nicht in Betrieb? Das ist, glaube ich, so ein Paypot. Also, Spaß beiseite. Geben Sie Gas, pilgern Sie dorthin
und Bewerbung schreiben an info@konishi-koi.com. Jetzt wird mich meine Frau verteufeln, wer Lust hätte, Melanie zu helfen. Am besten natürlich Leute aus der Umgebung, dann spart man sich die Hotelkosten. Aber für die würden wir im Zweifel noch aufkommen. Ich weiß aber nicht, ob man so kurzfristig jetzt noch ein Hotel reserviert bekommt. Kann ich nicht sagen. Also ideal wäre zwei Leute aus der Region Berlin. Vielleicht ganz kurz mit Bild ein kurzes Bewerbungsschreiben und dann suchen wir uns zwei Stück aus. Was sagst du? Das ist ja witzig, mit Bewerbungsschreiben. Weißt ja, nee, nur, dass sie da Interesse haben, ja. Melanie zu helfen. Und dann würden wir uns freuen, sie auf der Expo zu sehen. Ich spreche immer von wir, dann würde sich Melanie freuen. Ich würde mich über Unterstützung auf jeden Fall freuen, weil es ist wirklich Arbeit. Stressig und Arbeit, ja, die Poster zu rollen. Wenn ein Poster 250 Gramm wiegt, wie viel wiegen dann 4000 Poster? Och, Martin. Also, es ist eine Tonne. Ich sage immer, MKM Nickel muss bei Guts Reh sein. In diesem Sinne, bis zum nächsten Vlog. Alles klar. Tschüss. Fass das alles nicht. Ich gehe heim, da kann ich mich hinlegen. Hier muss ich sitzen.